Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir schauen in einer kleinen Videoserie, die hier beginnt, auf die Zukunft der Arbeit. Wie wird die Arbeit, wie wird der Arbeitsplatz so etwa im Jahr 2020 aussehen? Und dann schauen wir auf bestimmte Elemente. Das Erste, was wir beobachten können im Jahr 2020, spätestens schleichend jetzt schon, ist der Homo Mobilis. Der Homo mobilis ist der bewegliche Mensch, der im Grunde überall arbeitet, weil er überall arbeiten kann. Er kann überall ans Internet gehen und er wird sehr, sehr beweglich sein und nur noch einen geringen Teil seiner Zeit an einem festen Arbeitsplatz verbringen. Also die Zeiten, dass man irgendwo ein Büro hat mit einem Schreibtisch und dort von Montags bis Freitags seine Zeit verbringt, wird aufhören, der Mensch wird in Bewegung sein. Das Zweite, was wir beobachten, ist, dass die Arbeit zunehmend das Büro bestimmt. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel gerade eine Teamsitzung macht, sich zum Beispiel ein paar Trennwände zusammenrollt, das wesentliche Element im Büro der Zukunft wird sein, die Rolle unter allen Büromöbeln, auch unter Trennwänden, sogar unter Blumentöpfen, und dass man sich da einen kleinen Besprechungsraum zusammenrollt, dann geht man in eine kreative Einzelzelle oder man möchte vielleicht auch mal ein bisschen ruhen, Powernapping heißt das heute, und dann rollt man sich eine Liege rein und entsprechende Trennwände, um ungestört zu sein. Also die Arbeit, die Art der Arbeit bestimmt zunehmend das Büro. Ein dritter Trend ist ganz eindeutig das sogenannte Cloud Computing. Cloud Computing bedeutet, dass der Schreibtisch mehr und mehr ins Netz gestellt wird, was Riesenvorteile hat, zum Beispiel, dass die Daten zentral an einer Stelle sind und der aktuelle Stand der Daten an einer Stelle. Cloud-Wolkencomputerei heißt das ja wörtlich, bedeutet, die Daten sind auf einem Server und die Mitarbeiter des Projektes haben Zugriff auf diesen Server, ändern die Daten nur auf diesem Server an dieser zentralen Stelle und alle haben Zugriff von jedem Platz der Erde, was natürlich wieder korrespondiert mit dem Homo mobilis. Weitere Trends sehen wir dann im nächsten Video. Schauen Sie auch in meinen Shop, spaßlerndenk-shop.de. Dort passieren spannende Sachen für Sie, die Ihnen das Lernen erheblich erleichtern können, die Ihr Lernen erheblich beschleunigen können. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.